Das Staatsschutzgesetz. Beinahe unbeschränkte Überwachungsbefugnis für das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Wir schreiben das Jahr 2016. Der AK-Vorrat hat monatelang gegen dieses Gesetz gekämpft. Ende Jänner hat er auf die Fassade des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung weithin sichtbar projiziert, was das polizeiliche Staatsschutzgesetz aus diesem Hause macht. Einen unkontrollierbaren Inlandsgeheimdienst. Nur wenige Tage später, am 27. Jänner 2016, wurde dieses Gesetz dennoch im Nationalrat beschlossen. Noch vor Inkrafttreten erhalten Vizedirektor und Direktor des neuen Inlandsgeheimdienstes Post vom AK-Vorrat. Diese Bilder sollen Peter Griedling und Wolfgang Zöhrer immer daran erinnern, dass die Befugnisse ihrer Behörde nicht mit allgemein anerkannten Grund- und Menschenrechten vereinbar sind.